Ja, morgen, Freunde der Spielkultur. Ja, ich bin mal on Tour wieder. Ich habe mal den Camcorder ausgekramt. Wir haben 8 Uhr morgens. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich muss mich jetzt noch auf dem Weg nach Köln nicht machen. Denn da ist heute der GameStar Workshop, wo wir viel lernen werden, wie wir auf YouTube noch bekannter und größer werden. What you gonna do when the white guy come? Oder irgendwie so ähnlich. Ich bin mal gespannt. Es sind 4 Stunden, nicht Fahrt, sondern 4 Stunden Workshop. Und danach werden wir noch eine kleine Tour machen. Und ich guck mal, wen ich so alles vor die Kamera kriege von bekannten YouTube-Stars. Nur für euch. Bis nachher. Aber sehe ich so müde aus? Es ist Samstag. Ja, da sind wir schon in Köln. Mein Gott, habe ich eine Farbe. Und da ist Köln, ne? Guck mal. Es gibt hier, da läuft ein Postbote, dann laufen da vorne noch zwei Postboten. Unglaublich, das ist die Großstadt. Hier braucht man auf 1 Quadratkilometer 5 Postboten, damit überhaupt alle Briefe ausgeliefert werden können. Ich habe echt eine komische Farbe. Ah, jetzt können die Postboten sogar rüberlaufen. Volle Spannung. Boah, ist das toll. Vor allem, was die für eine Post voranschleppen, wenn ich daran denke, dass bei uns so ein kleines Fahrrad rumfährt. Merk und Fick. Privatbank. Da ist ihr Geld sicher. 5 Minuten in Köln und schon viel gelernt. Zum Beispiel, dass man, lass mich nicht lügen, ich habe schon die Bohnen gekauft. Am normalen Parkplatz, nämlich 3 Euro für 20 Minuten immer. Nicht, also 1 Euro für 20 Minuten. Irgendwie sowas. Jedenfalls ganz schön abzocke, bis ich dann gemerkt habe, dass ich auch ins Parkhaus fahren kann, wo ich dann einfach 1 Euro zahle pro Stunde. So ist das einfach, wenn man so ein Jung ist aus der Vorstadt, ne? Man kennt nur das Feld, wo man die Landarbeit getätigt hat jeden Tag. Also wo man noch ehrliche Arbeit gemacht hat, ne? Nicht so wie jetzt hier in Köln, in Cologne. Ja, da fällt man auf sowas rein. Bitteschön, ne? Kölner Stadt. Ich sag, das ist Kulturinvestition. Und wenn ich das Parkhaus hier sehe von der Galeria, ne? Auch miese Nummer, wenn ich daran denke, wo ich in Trier war, wo sogar jeder einzelne Platz einen Sensor hatte und du sehen konntest, wo du noch was frei ist. Ne? Du wurdest am Anfang direkt gelotst zum freien Parkplatz. Und hier ist so, ja, wer zuerst kommt, mal zuerst und deinen Anspruch hast du durch Hupen. Ja, und jetzt gucken wir mal, wo ist das Dorint Hotel? Denn da ist heute der GameStar Workshop und bin mal gespannt, wer schon da ist. Denn ich bin jetzt doch früher, als ich gedacht, weil ich so ein Bleifuß bin. Bis gleich. Jetzt sind wir in diesem elenden Dorette Hotel mit der schönen Konferenz und ich habe schon die Creme de la Creme gefunden. Ja, genauso wie hier der Fischkopf, der sagt es schon wieder. Nein, ich kann den Hallo Fischkopf YouTube, nicht zeigen. Hallo Es YouTube, ist doch zu hey früh für YouTube, sowas. hallo YouTube, hey YouTube, hallo YouTube, guck mal, hi, hi, hallo, er ist in meinem Video drin. Der hi, Fischkopf, hallo, den kenne ich schon seit der guten Morgen, Gamescom. hallo, Ja, moin, hi YouTube. Hi, YouTube. Das schneidet er niemals rein. Nein, doch, das werde ich alles reinmachen. Das ist special. Aber sind auch noch Leute hier, sind bekannt. Guck mal da, der Arndt King. Muss eigentlich sofort anfangen mit der Kamera Ja, muss ich auch, rumzufuchteln. weil bist du immer noch an Star Wars dran? Machst du dann noch Let's Play, hast du auch früher gemacht, ne? Welches Star Wars? Hier online. Ja, das ist fertig, ist komplett Das fertig. hat, aber es gibt ein neues Add-on, oder? Ja, das ist mir so, das ist so behindert, das darfst du nicht spielen. Also Hast du finde noch geflogen? Wie, nein, kann ich Da hast du schon nicht. aufgehört? Ich bin nur auf Story aus. Ach Alles so. andere interessiert mich gar nicht. Ja, aber es gibt ja auch fliegende Stories. In der Luft, nein. Doch, habe ich mal von gehört. War Thunder hat auch eine gute Story. Toll. Ich glaube, das hat Egal, irgendwas mit das Krieg zu kaputt. tun. Guck mal, Fischkopf macht hier so ein, ich weiß Und nicht, winkt mal ein sexy bisschen. Das war bei TV Total früher auch gut. Jetzt hat er wieder 2 Abonnenten gewonnen. Er macht keine Strategie und der ist auch jetzt nicht so ein guter Spieler. Ach ja, mach den noch nicht fertig. Nee, mache ich nicht. Ich würde ja den Mikkel auch mal filmen von GameStar, aber der mag sowas nicht. Echt nicht? Nee, Mikkel, mag der nicht. Mikkel ist doch sexy, zeig Mikkel dir ist nur die mal. Stimme aus dem Hintergrund. Nein, da muss ich das nämlich rausschneiden, so kann ich nämlich Schneidarbeit sparen. Ach so, Habe ich okay. den Zoom an, der hat 80-fachen Zoom übrigens. Was bringt dir das? Das willst du sehen. Dass wir zeigen können, ob du reinliche Haut hast oder Popel. Nicht da. Nicht da. Aber ich Also finde, gespielt heute Arndt King Morgen. Hat eine bessere Frisur als zur Gamescom. Echt? Ja, Danke. du siehst jetzt Danke. Bedeutend seriöser aus. Ein unseriöser Ausbau. Ja, ich habe jetzt inzwischen den Vulkanierschnitt mir angetan. Na ja, doch. Wenn ich das gehen würde, sehe ich genauso aus wie. Hier so eine kleine Lücke, dass die Ohren rauskommen.
Ja, aber ich habe ja große Ohren. Deshalb, wenn ich inkognito gehe, mache ich einfach hinter die Ohren. Dann bist du direkt ein anderer Mensch. Tuvok und Spock machen sich dann immer so ein Band rum. Wenn sie und dann werden sie verwechselt mit den Ninja Turtles. Ja, genau. Oder ein Panzerknacker. So, so viel zu davor kommen. Es gibt sogar Teller. Es gibt sogar Essen, Brötchen. Es gibt gefressen. Super. Gibt es auch Kaffee? Ich mag zwar keinen Kaffee, aber ich bin sterben. Super. Kaffee ist Voraussetzung für alle Meetings. Überhaupt ein Businessgeschäft. Das ist doch kein Business hier. Wir haben doch alle nur Spaß. Business. Wir machen das nur aus Spaß, nicht des Geldes will. So. Ich sage jetzt erstmal over and out, auch vom Arm King. Ich muss wieder, damit die User mich erkennen können. Ich habe einen Kamm. Ich habe auch einen Kamm. Er bringt noch nichts heute. Dann brauchst du Creme oder Wachs oder Gel. Ich mache Gel rein, weil ich dann aussehe wie JD. Wie automatisch, wenn du Creme irgendwie ja, drauf tust, dann wird es sofort danach automatisch. Boah, jetzt wird das so ein langer Dialog schon. Ich muss jetzt aufhören. Hör doch auf. Ja, ich höre jetzt auch auf. Der Arm King, der verwickelt mich hier in Gesprächen. Ich hasse sowas. So, später melden wir uns nochmal. Wir lernen jetzt was über Kram. Micke lacht schon. Schon wieder. So pack dein Ding weg. Der Arndt sagt schon, ich habe keine Hose an. Ja, inzwischen sind wir ein paar mehr Leute geworden. Ich fange ihm einfach so im Rücken ein. Ich glaube, da hinten ist hier vom Horrorkanal. Wie heißt es? Ich kenne den Namen. Lisbeth. Und der Fischkopf, der will mich nämlich jetzt mal crashen. Der Piet müsste auch irgendwo stehen. Guck mal, da hinten rechts steht Dalokart. Ich würde jetzt hingehen, aber ich will die alle gerade nicht nerven. Die trinken alle ihren Tee. Da ist der Nils. Da ist der Günni. Da ist eine Frau, ich weiß auch nicht, was die hier macht. Und da, da ist auch der Sebo. Ne? Yes. Ja, I think so. I think so too. Think so. Nur mal eben, um hier so einen Rundweg zu machen. Es gibt hier drin auch nicht nur Teller, sondern auch Buffet und Schnittchen. Und ich finde es so immer gut. Weißt du, warum ich das erinnert? Wenn man sich immer so dreht und dann einfach oder läuft und die Kamera hält. Kennst du damals das Video von von Ben oder wie der hieß? Mit Engel fliegen werden und fallen und verbrennen in der Erdatmosphäre. Was? Nein. Da hat er nämlich auch eine Kamera, die wurde positioniert auf seinem Bauch und dann ist er halt nur die ganze Zeit rumgefahren auf so einem Roller. Damit das halt so spacig aussieht, als wenn er schwebt. Ja, diese Kamerafahrt ist öfter angekommen. Ja. Die Stimme ist anklingend, aber man hört die wahrscheinlich, weil ich ja Fokusmikro nutze. Was ist das für ein Scheiß? Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie die eingestellt ist, weil ich diese Games auch schon anders habe. Da geht gar nicht so hoch und wenn einer sich beschwert, sagt, weck mich. Ich hab's einfach nur so aufgemacht. Du musst lauter sprechen. Ich bin heißer Fuck. So, ich glaube, es geht jetzt langsam mal los. Also jedenfalls wäre es ganz praktisch. Guck mal, das ist hier. Er mit seiner Haartolle. Hatte ich auch mal in den 90ern. Du siehst, aus den 90ern. Du siehst ein bisschen aus wie Nick Carter. Wer? Backstreet Boys. Echt? Der hat glaube ich auch die Tolle immer so. Ich habe heute Morgen Gel genommen oder Creme. Und einfach. Läuft. Ich muss los. Du musst los. Ja, ich muss jetzt auch erstmal los. Ja. So, bis später, Leute. Wir sind später noch auf dem Schiff. So wie er und sonst einfach. Richtig. Jetzt ja, ich fange wieder an. Der Arndt steht neben mir. Guck mal, der Nils ist auch wieder da. Der genauso groß ist wie ich. Fast. Nein. Nils ist wirklich eine Koryphäe in der Größe. Man fühlt sich richtig klein neben ihm. Ja. Es wird extremer, wenn man so dann steht. Guck mal, da kommt schon der Fischkopf. Fischkopf ist noch kleiner als der Nils. Guck mal, jetzt ist der Mikkel im Video. Scheiße. Ja, jetzt hast du es geschafft. Das schneide ich aber nicht raus, kannst du vergessen. Nee. Ich markiere dich mit dem Balken. Jetzt muss ich die Stelle suchen, schrecklich. Und sonst guck mal, der Seppo. Ja, und schön, sonst so. Schön ja, hier. Es ist schön hier, der Workshop. Gerade ein Workshop über den ganzen Technik-Kram. Ja, über Kompression. Ich hab mir, lustigerweise habe ich mir nur Sachen aufgeschrieben. Die neben mir saßen, haben so viel geschrieben und ich wollte halt nicht aus der Reihe tanzen. Ja, ich habe nichts Neues gelernt. Das tut mir so leid. Ich habe nur Bahnhof verstanden, weil ich einfach nur meine Videos nehme, bei Preps aufnehme und bei Power Director reinknalle und dann bin ich auch fertig. Ja. Aber das Ganze top, über. Top Mann, top. Ja, wirklich. Und ich komme damit auch noch aus und die Qualität ist auch noch gut. Weiß ich gar nicht. Obwohl, YouTube macht es ja kaputt. Aber die YouTube-Dame, die hier sitzt, beziehungsweise die Google-Dame, die ist ja schon ein bisschen überfordert durch uns Leute. Die meinte, die hätte lieber einen Techniker mitnehmen sollen. Ja,
egal. Jetzt geht's ja, weiter mit Sales. Es geht weiter mit Sales. Ja, wie verkaufen wir uns richtig auf YouTube? Am besten, man trinkt den ganzen Tag eine Cola und wird dann angezeigt. War ja letztens der Fall, ne? Bis später. Psst, wir machen jetzt weiter. Komm mal, alle Gamien. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen kann, aber GameStar hat keine Kosten und Mühen gescheut, denn wir fahren hier mit der Bimmelbahn zur Fähre. Da guckt der Mickel. Er kriegt live mit, wie ich über diese wundervolle Bimmelbahn spreche. Guck mal, der Günni. Der Günni macht jetzt auch mehr Product Placement mit seinem Gesicht. Ja, ja, also auf jeden Fall, Facecam wird obligatorisch, glaubt's mir. Ja, er macht den Clooney. Den Clooney. Das ist auch so, der Clooney-Schorsch. Wir sind jetzt in dem brandgefährlichen Mobil. Und hinter uns kommen auch noch YouTube-Größen. Mickel, ja. Mickel, wo darf ich auch auf YouTube? Hier bitte mal. Wie heißt denn dein Kanal, den du nicht hast? Ich weiß nicht, Rosamund wahrscheinlich irgendwie. Ja? Ja. Habe ich schon mal von gehört. Du machst dieses wundervolle Spiel Castle Story. Ja, genau. Das ist super. Ja. Was ich, glaube ich, nach 12 Folgen weggeschmissen habe. Aber das war, also echt ist das ein sehr gutes Spiel. Nur ich mag es halt nicht, wenn Updates 6 Monate brauchen oder so. Weil diese sind französische Entwickler, ne? Das ist ein Ding aus Kanada. Französischer Entwickler aus Kanada. Ja, sehr gut. Aus Kanada. Aber ich habe gesehen, die Seite von dem ist französisch nur. Ja, wollte ich nicht. Französisch. Ja, ich habe bei South Park gestern noch gelernt, glaube ich. Okay. Deshalb, und ich sitze ja sehr gut, ich habe nämlich hier, überall gibt es solche Notfall-Buttons, weil halt, wenn Feuer ausbricht, oder diese Hämmer da oben, kannst du oder Notfallhammer kann ich durch die Scheibe, weil es gibt noch eine Seite, eine Tür, da kommst du auch noch rein irgendwie, naja, egal, der Günni, der schmeißt ja schon aufs Feuer, wenn es sein muss. Ja, ja, das wird persönlich. Er löscht mit seinem Bart. Ich lösche es einfach nur, indem ich es sauböse angucke und durch meinen puren Hass. Da kriegt man schon Angst. Ne? Wisst ihr, warum der nie Facecam gemacht hat? Oder Bilder gepostet. Ich habe ihn ja richtig gezwungen, das bei Facebook zu posten, indem ich immer wieder gefragt habe. Und letztendlich habe ich sogar auf der Facebook-Seite ja noch gefragt. Ja. Ich bin fleckig, ich sollte keine Bräunungscreme nehmen. Hast du Bräunungscreme? Keine Dampfkraft. Oh, 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 oh. Ja, mein dunkles Geheimnis wollte ich auch bei Facebook noch posten. Im wahrsten Sinne des Wortes dunkel. Dunkel, ist dunkel. Immer wenn ich einen Livestream mache, mache ich einen Tag vorher Bräunungscreme drauf ein bisschen, damit ich nicht wie ein Gamer aussehe. Das laber nicht. Doch. Verarsch mich doch nicht. Ich bin schwer enttäuscht. Geh einfach mal raus. Der Günni ist einfach, der ist noch... Ich bin einfach nur durchsichtig. Ja, du magst auch die Antike einfach. Und es war ja diese noble Blässe damals. Die war ja hoch angesehen. Der hat mich ja noch gepudert, damit man noch weißer wirkt. Ja, das ist bei mir nicht nötig. Aber es ist immer gut, wenn ich ja mit meiner Freundin zusammen bin oder so, dann ist man ja auch mal manchmal ohne Kleidung. So, und hat sie sich mal vor mich gesetzt. Ja, erzähl mir. Red weiter, red weiter. Ja, da hat die mal. Hast du noch ein paar Bilder? Nee, ich habe leider keine Bilder mit, aber hat die mal zu mir gemeint, die müsste gar nicht ins Bad gehen, weil sie könnte sich ja schon in meine Haut spiegeln. Und ich find's immer so super, weil die hat einen super Humor. Obwohl sie überhaupt nichts mit Gaming zu tun hat. Sie hat immer South Park gerne geguckt. Das macht das halt interessanter. Ja. Der Ball hat schon das Fenster aufgemacht, damit ich meine Kamera ausverliere. Nee, behalt sie. So. Also das Video gucke ich nachher auch. Ja, kannst du gerne Link. Ja. Ganz gerne machen. Dann siehst du auch die Szenen, die ich auf der Toilette aufgenommen habe, was du nicht mitbekommen hast. Achso, du meinst, als ich gerade den Lukas gewirkt hast. Abgekniffen habe und du die Kamera unten in der Kloschüssel installiert hast. Ne? Richtig. Abgekniffen ist schwierig. Jetzt werde ich schon beim V-Blogging hier ein bisschen gefilmt oder ein Foto gemacht von Walle. Okay, hier übrigens noch Synonyme für Abkneifen, die ich besonders gut fand, war das Porzellan anrauen. Darunter würde ich was anderes verstehen. Und dann gibt es noch ein paar, die ich jetzt nicht sage, die könnten racist sein. Ja, das ist schwierig. Das erinnert mich daran, es ist sehr laut, das wird man später schlecht hören.
deshalb Impressionen nur. Und zwar habe ich beim Towns Let's Play damals gesagt, dass ja meine Angestellten sind wie mexikanische Hilfsarbeiter, die ich morgens abhole. Und da wurde ich wirklich geframed für damals. Dabei musste jeder wissen, dass ich kein Rassist bin. Ich bin nicht mal blond. Wie soll ich denn Rassist sein? It's racist. Ja. Da färben sich mega vor Scham die blonden Haare. Und jetzt kaufe ich mir eine Ananas und ihr könnt mich filmen, während ich da drunter schlafe. Ich habe gehört, das ist auch rassistisch. Was? Wenn man sich filmt, während man unter einer Ananas schläft. Aha, okay. Das soll rassistisch sein. Ich weiß aber nicht genau, was. Kopfschütteln hier im Waggon. Ja, es ist einfach, alle fühlen sich schon entnervt von mir. Und sollte man hier die Aussicht zu genießen, filmst du dich ja einfach. Ich finde das so toll. Richtig, weil so kann ich mich selbst sehen auf dem Display und dann habe ich schon die schönste Aussicht. Applaus. Sehen doch mal die Leute hinter uns, bei denen ist genauso schön. Die Leute da hinter uns, guck mal, die sehen alle so demotiviert aus. Fühl doch mal die Leute vor dir, da hast du alle mal gewunken. Köpfe von hinten, denn auch ein schöner Rücken kann. Nee, da kann ich ja nicht hinschwenken, weil da sitzt ja der Mickel und der Mickel, der zeigt mich nämlich an. Der ist nämlich so ein ganz harter. Wenn der gesehen wird, da geht das sofort los. Was hast du denn wieder geredet? Ja, dass du mich anzeigst, wenn du im Video gezeigt wirst. Nicht, dass man dich an der GameStar-Bühne nicht ständig gesehen hat, aber ich bin da ja lieber vorsichtig. Den Walle würde ich jetzt auch nicht einfach so filmen. Ich würde erstmal vorher fragen, Walle, darf ich dich filmen? Du musst Verträge unterschreiben. Richtig, weil ich weiß, der ist nicht umsonst, der Walle. Der hat schon seinen Stromschatz. Oh ja. Ja, das ist geile Bilder. Meine dreckigen Zeiten. Wie heißt eigentlich der Lokomotivführer? Wäre voll lustig, wenn der Jim heißen würde. Wer heißt Jim? Der Lokomotivführer. Ah, der Lokomotivführer heißt Jim. Ah. Wir fahren nämlich eigentlich. Der müsste Lukas heißen, genau. Oder, aber Jim ist sein Azubi. Ja, Jim Klopp ist der Azubi. Aber hallo, wann lief der in Puppentheater? Der muss ja schon erwachsen sein. Und der hat auch die Michael Jackson-Operation gemacht, um weiß zu werden. Dieser Rassismus. Günther Schädel distanziert sich von Doc Proofs Rassismus. Ja, aber wir werden mal ein Let's Play zusammen machen. Ja, das werde ich schon alles rausbringen. Für noch mehr Rassismus auf deutschen Kanälen. Liebe Fahrgäste, auf unserer Fahrt zum Zoo. Überraschung! Jetzt kriegt langsam einen stumpfen Arm. Von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Nachdem 1164 Kaiser Barbarossa die Reliquien der Heiligen Drei Könige als Kriegsbeute der Stadt schenkte, erfolgte 1248 die Grundsteinlegung. Bei Vollendung des Dombaus im Jahre 1880 war er mit seinen 157 Meter hohen Zwillingstürmen im gotischen Stil das höchste Gebäude der Welt. Ich glaube, das ist uninteressant für euch, deshalb machen wir mal einen Cut. So, wir sind jetzt hier wundervoll auf dem Rhein am Fahren, also das wunderschöne Gewässer. Wir können fast, ich glaube, bis 5 cm Tiefe kann man ins Wasser gucken, dann kommt die Kloake. So typisch halt Industriegebiet hier. Nein, wir sind ja schon lange kein Industriegebiet, weder in Duisburg noch in Köln. In Duisburg läuft der Rhein ja auch durch. Ich sehe den auch manchmal, wenn ich über die Brücke der Solidarität fahre. Hier gibt es die Zoobrücke. Ich weiß gar nicht, ist das die da vorne? Keine Ahnung. Jedenfalls sind jetzt hier die Creme de la Creme von YouTube verteilt. Ich weiß nicht, wem ich gegenüber sitze, aber die werden einfach mal implementiert. Was habt ihr für einen Kanal? Ich bin in seinem Kanal. Kannst du dir vorstellen? Sie sind doch ein Team. Mein Kanal ist Mundal 7. Ne? 007? Mundal 7. Mundal 7, ah ne, den mag ich nicht, dann kann er da weg. Nein, ist kein Problem, ist sein Kanal, du magst ihn nicht. Ich kenne den Kanal gar nicht. Ist kein Problem, hi. Hi. Wie ist dein Name? Willst du einen richtigen oder einen anderen? Beide. Pascal Dr. Proof. D-R-P-R-O-F. Hi, Pascal, guten Tag. Hi. Live, hier könnt ihr sehen, hier werden hier noch Bekanntschaften gemacht mit den wichtigen Leuten. Möchtest du jetzt vielleicht loslassen? Ich lasse nicht los. Hast du vielleicht schon gemerkt? Ich habe schon losgelassen. Manchmal ein bisschen penetrant. Ja, er hat so Ticks, glaube ich. Exzentrisch. Das ist übrigens Jockel. Sind auch junge Damen da, aber ich weiß gar nicht, ob die überhaupt aktiv sind. Die junge Dame ist aktiv. Die junge Dame, die mir gegenüber sitzt, ist nicht aktiv. Die mit dem Käsebrötchen ist aktiv. Die mit dem Käsebrötchen ist aktiv. Ja.
Was machst du für einen Kanal? Ja, wir gehören zu Thomas auch, aber der Moment, ein bisschen noch weiter, dann sieht man Thomas. Das ist Thomas. Hallo Thomas. Ich drehe mich jetzt nicht um, ich sehe dich aber im Display. Jo. Thomas, nee, wir sind von Lead TV. Cool. Das stimmt. Lead TV. Ja. Also da habt ihr ja vorher eine Kreativrunde gemacht, oder? Für den Namen. Ich glaube, da war ich gar nicht dabei. Das wurde ganz ohne mich beschlossen. Aber ich habe es gesehen, ihr wollt in letzter Zeit von GameStar häufiger geliked. Ja? Dann sage ich immer, mein Gott, die schmatzen aber ab. Die schon wieder. Ja, die schon wieder, was die sich alles liken lassen, ja, von GameStar. Ja, und dann machen die irgendeinen kreativen Kram mit Kurzgeschichten und voll Azi-Fazi. Oh. Kurzgeschichten? Ja. Isst du ein Käsebrötchen, weil du Vegetarier bist? Ja, tatsächlich. Ja, ich bin so gut im Einschätzen. Also Fleischplatte war für jemanden, der Fleischesser ist, gab es ja auf jeden Fall Auswahl genug, aber... Aber für Vegetarier nicht. Gab's das Käsebrötchen. Ich war auch mal Vegetarier, falls meine Abonnenten das auch nicht wissen. Weil ich zu gerne Rouladen esse. Also ich muss sagen, in erster Zeit, also wo ich gerade Vegetarierin geworden bin, da konnte ich auch den Partydöner nicht lassen. Also nach einer Party, dann schön zu meiner Käsedönerbude. Jetzt ist natürlich die... ja, was gibt's denn? Sagen Sie mir, was Sie möchten. Gibt's einen Kölsch oder? Ja, das war ja klar. Danke. Oh. Ich trinke natürlich keinen Alkohol. Was ist Kölsch? Nein. Was ist Kölsch, genau? Eine philosophische Frage. Was ist Kölsch? Limo, also irgendwo. Jetzt kriege ich bestimmt Urin. Nee, jetzt waren wir gerade bei dem Vegetarischen und zwar, da du ja sehr konsequent bist, hast du wahrscheinlich auch tiefgreifende Gründe, warum du kein Fleisch isst. Ich war in England 2 Wochen lang und hab da diese ganzen, ein Astra? Ein Okay, was ist Kölsch? Was? Bier. Kölsch ist das einzige Bier, was sehr du trinkst. Sehr mild. Eine Cola. Ich traue mich nicht, dieses Kölsch zu trinken, von dem alle murmeln. Das kann man trinken, das ist ein bisschen Limo-like. So. Ich probiere es dann, wenn du es dir bestellt hast. Kannst dann, du gerne, ja. Aber nee, ich war tatsächlich in England, habe einfach zu viele fette Leute gesehen, die das Fleisch richtig reingeschlungen haben. Aber was wäre passiert, wenn Amerika geworden? Also wärst du nach Amerika gegangen, wärst du ja Veganerin geworden. Nee, in Amerika habe ich mir eine Magenschleimhautentzündung geholt und konnte nur noch Kürbissuppe 3 Monate essen. Also ich war quasi vegan danach. Das, du weißt, es geht alles live, ne? Nee. Das geht alles online. Uncut. 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 Ich bin zu faul zum Schneiden. Aber ich bin Cutter. Ich kann dir meine Dienste hier mit anbieten, falls du mal einen Cutter brauchst. Ich bin One-Man-Show. Thomas hat's gehört. Auf sie abzuwehren. Bist du ausgebildete Cutterin? Ausgebildet nicht, aber erfahren. Wie das in vielen Berufen so manchmal. Quereinsteiger. Ja, genau. Ja, ich bin auch Quereinsteiger-Kameramann. Echt jetzt? Ja. Nein, aber... Ich wollte gerade sagen. Ich halte gerade eine. Wer macht das? Ja, und sehr stabil auch. Ja, ich bin auch gut. Also ich habe eine ruhige Hand. Ja? Ja. Okay. Aber soll ich dir sagen, warum ich Vegetarier war? Gute Frage. Ja, wieso warst du eigentlich Vegetarier? Ich war Vegetarier, weil meine Eltern fanden immer, man müsste ja so ein relativ weites Spektrum kennen, aber trotzdem Fleisch essen. Aber sie wollten halt, dass ich in den Zoo gehe. Und weil wir viel im Zoo waren und so weiter, bin ich auch viel mit Tieren aufgewachsen. Und solange ich die Tiere halt nicht kannte, war mir es egal, die und zu essen. Und bis du die Rouladen nicht kanntest? Nein, dann gab es aber Hase. Oh. Zu Weihnachten habe ich einfach gedacht, ach Hase, den hast du noch gestreichelt, so richtig klischeehaft, jetzt kannst du nicht mehr essen. Da habe ich kein Fleisch mehr gegessen für 2 Jahre. Ach krass, und dann dachtest du dir aber wieder, hey, da habe ich doch alles Unsinn. Ja, dann habe ich irgendwann die Bilder verdrängt im Kopf. Dann konnte ich auch wieder alles essen. Ich kann dir ein paar Bilder zeigen. Oh, da ist das Kölsch. Da danke. Ist das Kölsch. Willst du das zuerst probieren? Schnell. Ja. Ich meine ja nur, dann werde nur ich mit Keim infiziert und nicht du. Riecht ein bisschen nach Bier und ein bisschen nach Limo. Süß. Ja, nach Limo. Ist auch wie Limo. Abwasser. Ist echt ein bisschen Abwasserbiermäßig, ne? Ist aber ein bisschen herber, also es weiß doch, was das Herbst ist. Nee, ich finde es nicht herb, ich finde es einfach süß. Also so... Ich glaube, wenn man Astra getrunken hat, ist man was herb und so, ist ein bisschen abgebrüht. Astra? Was ist Astra? Das ist das beste Bier. Aus Hamburg? Nee, ich habe mit Hamburg wir sind nicht. Übrigens aus Hamburg und sind hier auf einem Boot. Wir fühlen uns hier sehr heimisch. Ja, man merkt, du fühlst dich auch schon wie zu Hause. Also ist ein Wunder, dass du noch keine Pantoffeln hast. Aus Hamburg direkt einen Astra haben. Zählt das als Pantoffel? Nein, das zählt nicht als Pantoffel. Das ist ein Stiefel für mich. Okay. Eine Stiefelette. So, aber ich glaube jetzt erstmal, sag doch mal den Kanalnamen.
1337.tv, Lee TV. Ja, einfach abonnieren. Ich sag euch dann nachher auf Toilette, dass ihr nicht abonnieren sollt. Wie hieß dein Channel nochmal? Dr. Proof, Verteidiger der Spielkultur. Dr. Proof. Dr. Proof. Proof. Dr. Proof. Na, da kommt vielleicht ein Shitstorm-Wolke bei Dr. Smith. Ja, kannst du ja machen. Aha. Wie viele Abonnenten habt ihr so? So 800 noch was? Jetzt 900? Vielleicht? Ja, aber wenn die alle ja bei euch gucken, aber habt ihr die kommen ja jetzt alle zu uns. Jeder, der das sieht, wechselt jetzt natürlich zu. Ja, das ist da, weil du bist ja auch eine sympathische Frau, habe ich bis jetzt schon festgestellt. Und deshalb denke ich da schon, dass da viele wechseln werden. Aber du bist ja nur Cutterin. Nur Cutter, ich kann sonst auch gar nichts. Doch, du machst auch diesen Wochenrückblick. Ja, das stimmt. Ich habe das Thumbnail gesehen, aber ich habe jetzt nicht da drauf geklickt. Wenn ich ehrlich bin. Jetzt gesehen. Ich habe das nur gesehen und habe gedacht, ach, jemand mit kurzen Haaren, das aber gefällt dir jetzt nicht so. Ja, kurze Haare sind bei Frauen ja auch überhaupt nicht. Nee, scheiße. Überhaupt nicht. Also meine beste Freundin hatte mal eine Glatze. Britney Spears? Nee, meine beste Freundin ist nicht Britney Spears, aber sie hatte einen auf Puder gemacht, lange Zeit. Ach, krass. Also aber die ist selbst auch Friseurin, die ist dann immer kürzer geworden und irgendwann hat sie gemerkt, es gibt nichts mehr außer rasieren. Dann hat die sich kahl geschoren. War aber sehr lustig, weil dann war es einfach Little Buddha. Nö, kein bisschen. Hat mich so ein bisschen aus diesen, aus so speziell Pornos. Es gibt ja so für alles eine Kaste. Ja, okay. Ja, wie alle Frauen. Alle Frauen sagen, ich kenne mich da nicht aus, aber in Wahrheit. In Wirklichkeit kennen wir uns natürlich aus. Ja. Ihr guckt einmal den Verlauf an von eurem. Von einem Porno. Von eurem Freund. Weil ihr wollt ja immer gucken, gibt es noch andere Frauen, die er sich so anguckt. Und dann habt ihr ja, dann müsst ihr die ganzen Pornofilme durchgehen, um festzustellen, also die meisten Männer sind ja schon mittlerweile cool. Habt ihr Don John gesehen? Falls nicht, großartiger Film zum Thema Porno, Männer und Frauen. Großartig. Don John. Auch für Pärchen, finde ich. Das kennst du den? Nein. Das ist, wie heißt der? Gordon Lewitt, der eine aus... Das ist ein Schauspieler auf jeden Fall. Und aber das hört sich so einfach an, als wenn man dafür zu den Filmfestspielen gehen muss in... Bad Kreuznach oder sowas. Irgendwie sowas Kleines. Nee, der war letztes Jahr im Kino, ist ein kleiner Film. Also nicht so ein bekannter Film irgendwie gewesen, leider. Mhm. Da geht es um einen Typen, der ist pornosüchtig und findet Pornos geiler als richtigen Sex. Lustigerweise. Weil also, ich findest du das auch? Nein, ich also, lustigerweise Realstory aus meinem Leben. Okay. Jetzt nicht, dass ich pornosüchtig war, sondern ich habe letztes Jahr eine Kur gemacht. Weil ich ja schon alt bin und deshalb war ich ein bisschen ausgebrannt. Wie alt bist du? Ich werde 30. Ach krass, ich hätte dich jünger geschätzt. Glückwunsch. Der Mann meiner Schwester. Hat jetzt aber, das schneide ich raus übrigens. Ach, dein Alter. Ja, aber alle immer sagen, wie du, ich sehe jünger aus. Außer hier, dass eins der anderen Mädels, die sagt da irgendwie, ich sehe aus wie 29 und da hat sie leider genau recht gehabt. Genau. Aber dein Realleben. Genau, ich war nicht auf Kur. Und da war nämlich wirklich ein Typ, der war pornosüchtig. Also hat er mal im Stuhlkreis erzählt. Muss man nicht. Was war das für eine Kur, wo man so einen Stuhlkreis macht? Das war schon, also man lernte mit dem Stress umzugehen. Okay. Mit auch. Also ein bisschen entspannter zu werden auch. Jetzt würde ich nicht sagen, dass das Klapsenkur war, aber es war halt wirklich, weil damals war ja Kur so eine reine Entspannung, aber in den letzten Jahren hat sich das so gewandelt, dass du dann wirklich dann so Sitzkreiskram machst und darüber redest, was ist denn so anstrengend im Leben und so. Ja. Und das hast du inzwischen bei jeder Kur fast. Okay, krass, wusste ich. Das ist halt so die Lamer-Fraktion. Was heißt du denn? So die Leute, die halt das können. Ja, also was? Ich weiß gerade nicht, ob ich das ernst nehmen darf. Aber der, das... Sorry, was? Die Häuser. Kennst du Stuntman aus dem richtigen Film? Ja. Man wird ihn leider nicht hören, glaube ich, er ist zu leise. Ich schreie immer so, die junge Dame ist relativ laut für eine Cutterin. Relativ laut, oder? Ja, man versteht dich gut, denke ich, später. Ich hoffe, ich habe den Ton überhaupt an. Ansonsten ist das ein Walkthrough. Genau. Ich mach da einfach Untertitel rein und blickt irgendwas. Genau. So Lippen lesen. Boah, schön, dich hier zu treffen, Proof. Ich habe all deine Videos geguckt, alle 2000. Wie lange bist du schon auf YouTube? Seit 17 Monaten, glaube ich. Also immer anderthalb Jährchen ungefähr, ne? Ja. Okay. Genau. Aber du hast jetzt immer noch deine Story nicht erzählt. Ja, der war halt da, weil der hat 15.000 Euro Schulden gemacht durch Pornoseiten, hat aber Frau und Kind. Jetzt, warte, echt? Aber ich, ja, aber als ich seine Frau gesehen habe, habe ich gewusst, warum er auf Pornoseiten gegangen ist. Entschuldigung. Warum Entschuldigung? Ja. Also schön liegt er immer im Auge des Betrachters. Ja. Kann ja sein, dass er sie anfänglich schön fand. Und dann hat er irgendwann, ist er irgendwann nüchtern geworden. Oder irgendwas muss passiert sein.
Weil in den Staaten ja echt so diese ganzen Cheerleader-Mädels, sobald die dann eine Familie haben und so, die meisten davon lassen sich dann richtig krass gehen. Ja, weil die nicht mehr zum Cheerleader-Training gehen. Wenn du aufhörst zu trainieren, ich habe auch früher auch sehr viel trainiert, da habe ich auch noch 6 Kilo mehr gewogen. Bei dir war es halt so andersrum, die nehmen ja zu und werden fett. Und ja, ich habe ja abgenommen, weil ich die ganze Muskelmasse verloren habe wieder. Okay. Ja. Und ich sah mal richtig gut aus, ey. Und jetzt zieht euch das Wrack an, ey. Der Falle kann nur lachen. Der fragt sich schon, wo der ist hier. Ja, pass auf, mitten im Leben, RTL. Hier kommt da alle rein. Aber deine Geschichte, er hat Schulden gemacht. Ja, das ist, also generell, der war schon so ein ganz komischer Typ. Ne? Der hat auch ganz wenig gesprochen und so ein bisschen sehr zurückgezogen. Ne? Und der kam auch bei mir an und wollte Geld leihen. Dann überlegst du auch, ne, willst du ihm Geld leihen? Du weißt, der hat so viel Schulden und so weiter. Und der kommt hier abends an und klopft an dein Zimmer und sagt dir erstmal 5 Euro. Das war ja schlimmer als jeder Obdachlosen Eingangshalle oder so. Ich habe dem was Geld geliehen und dann war es lustiger. Ich habe dann sofort gedacht, da ist weg für immer. Ja. Und dann hat er mich am letzten Tag, wo ich abgefahren bin, hat er mich gesucht noch überall und hat mich noch nach Hause. Weil irgendwann verlässt man auch eine Kur. Ja, also es ist schade, wir sind ja noch in der Kur. Weil ich hatte mich ja so dran gewöhnt, dass ich einen Pool habe. Also beziehungsweise ein Schwimmbad. Ja, wir müssen jetzt alle mal da hingucken. Genau, und da hat er mich gesucht, nur um mir die 5 Euro zu geben. Das ist aber freundlich. Ab da hat sich meine Meinung dann geändert. Aber dann war ich 2 Wochen später nochmal in diesem Kurgebiet, weil ich eine Freundin besucht habe, die da noch war, also die ich da so kennengelernt hatte. Und der war immer noch da, hat aber währenddessen seine Frau betrogen mit einer anderen Kurteilnehmerin. Und da habe ich die gesehen, habe ich mich gefragt, warum kriegt aber der eine hoch? Oh. Also, tut mir leid, aber die war jetzt auch nicht so der Burner. Also, diese Kur-Tussi war auch nicht so hot. Nee, die Kur-Tussi also, hatte vielleicht einen merkwürdigen Geschmack, sondern der weiß nicht, der sich angeguckt hat. Deswegen war es vielleicht so teuer, es war was ganz Exquisites. Der hat wahrscheinlich, das erste Kriterium war, meine Frau muss mit dem Kran bewegt werden. Also, ich bin heute. Ich kann gerade an Porno-Ping-Pong denken bei solchen Beschreibungen. Lars und Joko. Joko ist Joko. Ja. Sorry, egal. Nicht. Also ich hab mit denen nicht so viel am Hut, aber das Porno-Ping-Pong weiß ich gar nicht sehr wissen. Ja, ich auch. Nicht lachen, weil. Obwohl ich jetzt den Rahmen sprenge, schon für diesen V-Log, erzähle ich doch eine Geschichte. Was ist die Kamera denn mal leer? Die geht so 2 Stunden locker. Aber ich kann fast 3 Stunden aufnehmen. Nein, wir nehmen jetzt nicht 2 Stunden auf, ganz entspannt. Okay, dann haben wir 10. Das ist nämlich auch so eine Jugendgeschichte aus mir, so, wo ich 16 war und so weiter. Ich habe immer einen Witz gemacht mit dem endlich 18 vorne. Also ich habe überall, wenn es so irgendwie, habe ich gesagt, ja, ist genauso wie endlich 18 und so weiter. Dann werden die Kinder wild und ne, Girls Gone Wild einfach. Okay. Bis dann meine damalige beste Freundin, die hat mir beim Aufräumen geholfen und hat ihm beim Bettkasten ein endlich 18 Porto gefunden. VHS-Kassette damals noch, da sieht man, wie alt ich bin. Aber ich wusste nicht mal selbst, dass der da liegt, weil ich ja meinen Bettkasten seit bestimmt 5 Jahren nicht mehr benutzt habe, um da irgendwas reinzulegen. Da war ich schon 20, 21. Ach so, okay. Da habe ich schon gelernt, dass auch im Internet Porn existiert. Neuland. Richtig, für die Bundeskanzlerin ist das Neuland. Wenn die rausfindet, dass es da Porn gibt, also da ist was, da geht was ab. Ja, ja, ja. Erwachsenen-Porn, dass es Kinderpornografie gibt, ist ja bereits bekannt. Das haben sie schon festgestellt. Aber dass Erwachsene nackt im Internet zu sehen sind, das merken wir nicht. Nee, aber ich kriege jetzt noch einen schlaffen Arm, deshalb können wir auch was anderes Schluss machen. Vielleicht können wir zu späterer Stunde nochmal, ich glaube, ich verstehe mich mit der Dame ganz gut. Kann man noch mal was erzählen, vielleicht? Gerne, du hast sehr viele lustige Geschichten auf Lage. Da bin ich gerne noch mal für die eine Viertelstunde dabei. LiedTV. Genau. Wenn ihr Lied seid, abonnieren. Richtig. Auf Wiederschauen. Nee, du sollst nicht da rein. Fischkorb, ich schubse ins Wasser. Ja, unsere Schifffahrt endet jetzt langsam. Da ist übrigens auch Hirnsturz. Von dem habe ich lustigerweise auch irgendwann mal ein Video gesehen. Du hattest Rust und sowas auch gemacht, sehr viel, ja. Da habe ich mich mal reingeguckt, aber ich finde Rust nicht so gut. Ja, ich auch nicht, deswegen mache ich es auch nicht mehr. Ja. Nee, Quatsch. Quatsch. Nee, ich mache es nicht mehr. Wenn es keinen Spaß macht, soll man aufhören. Richtig. So sieht das auch. Deshalb habe ich auch 160 SimCity-Folgen gemacht damals, weil ich einfach immer Spaß dran hatte. Von SimCity 5? Ja, richtig. Ich war richtig gut da drin, aber das war das Schöne daran. Fishing
für Kompliment. Ich wollte aber eigentlich nur den Dom zeigen, weil wir sind jetzt, glaube ich, schon dreimal dran vorbei und man kann jetzt noch da hinten noch kurz den Dom sehen. Wo ist der Dom? Wo ist der Dom? Der Dom ist da ganz hinten. Warte, das dritte, darfst du nicht. Komm, hier ist das Fernsehen. Habt ihr gesehen, da war der Dom. Wo war der Dom? Der Dom war da hinten. Und man kann auch zeigen, weil alle weiblichen anwesenden Personen haben sich komprimiert auf einen Tisch. Stimmt, ja. Ja, bitte. Der eine sieht aus wie ein Kerl. Die eine. So, bis später. Wir gehen jetzt noch ins Gaffelhaus. Also ich versuche mal zu reden, auch wenn es laut ist, aber ich weiß, auf der Gamescom hat es ja auch funktioniert irgendwie. Wir sind immer noch im Gasthaus, wo jetzt wir in der Situation sind, wie auf der Gamescom. Am Ende siehst du immer die gleichen Fressen. Weil der Art King ist halt noch da. Good Gaming LP. Wer ist das denn, ja? Weil hast du ein letztes Video gemacht. Welches Spiel war das? Vor 2 Monaten ungefähr, Battlefield. Ja, sehr gutes Event übrigens. Hat mir sehr viel gebracht. Echt? Nö. Überhaupt nichts. Mickel, ich schneid das nicht raus. Nix Mickel ist das. Mit Leben. So, ja, Danukart ist auch noch da. Dann der Krenz, aber beim Krenz weiß ich auch schon, weil wie aktiv da eigentlich ist. So aktiv, dass 3-mal am Tag TTT kommt. Du bist auch facettenreicher geworden. Ja, seit der Gamescom. Ich hab mich da so ein bisschen weiterentwickelt. Ja. TTT und ich hab. Ich kenn keine, ist hoffnungslos. Ich hab deinen Kanal dann noch nicht vergessen. Der tut nichts so machen. Habt ihr schon mal gesehen? Bestimmt nicht. Aber das bin nicht ich. Ich hatte ja im letzten Part noch die Haare auch noch so lang. Was denn? Ja, damit will ich mich eigentlich nur verabschieden vom schönen Abend mit der. Mit dem GameStar Network und mit dem Playtimes Network. Mediapools. Inzwischen heißt die Mediapools, ist ja im Moment auch sehr trendy, Networks umzubenennen, damit die zu irgendwas passen. Ich finde Playtimes oder Mediapools ist gleich affig. Wo wir wieder beim Thema sind, was wir heute im Workshop gelernt haben, man darf nicht sagen, dass ein Spiel scheiße ist, das ist ja dumm. Das ist schlecht, um das beim Sales zu verkaufen, aber ich muss euch aber sagen, einheitlich haben alle Let's Player gesagt, die da waren, wenn das scheiße ist, sage ich so. Das fühle ich an sich auch gut, das würde ich auch so machen. Ich gucke jetzt die ganze Zeit den an, dessen Namen ich nicht weiß. So, ich verabschiede mich aus Köln. Willst du noch was sagen, Hans King? Der Verteidiger der Spielkutte verabschiedet sich jetzt hier aus Köln. Genau. Ziemlich besoffen, denn er fährt ja immer nach Hause. Immer nach Hause. Der geht noch eine Runde Hearthstone spielen. Mit dem Hearthstone. Ich habe genau, keinen Gegner gefunden. Ich habe heute keinen Gegner für Hearthstone gefunden. Deshalb spiele ich wieder gegen mich selbst. Ist nicht schlecht. Ich bin Adios. Das kann man so anbieten. Ja, hallo Freunde der Spielkultur. Entgegen der Aussage im Gaffel Kölsch irgendwas Restaurant, nein, Restaurant, sondern Kneipe am Dom, irgendwas mit Gaffel war es. Gaffel Kölsch ist ja eigentlich diese Biermarke in Köln, die vergeben wird. Sag ich nochmal, beziehungsweise wollte ich nochmal 1-2 Sachen loswerden jetzt zum Ende, also so diesen Fazit des Tages. Also es war ein super Tag insgesamt, es hat Spaß gemacht. Wir haben jetzt 24 Uhr, ich bin platt wie, keine Ahnung, 14 Stunden, beziehungsweise seit 15 Stunden, 16 Stunden unterwegs. Mit, dass ich gestern nicht lange geschlafen habe, weil ich South Park Zähne gespielt habe. Wollte ich nur sagen, geiles Ding, viele Leute wieder kennengelernt, war geil, den Günni mal wieder zu sehen und ja... Ja, Günni und ich wollen gerne auch mal was zusammenspielen demnächst. So als kleiner Vormerk schon mal. Ist natürlich die Sache, er ist gerade umgezogen und wir müssen ja auch erstmal die Termine dafür finden. Also die Zeit ist natürlich immer das größte Problem bei den YouTubern. Aber wir denken, dass wir, weil wir uns wirklich sehr gut verstehen, es ist also nicht nur schau irgendwo, dass wir bei Facebook im Moment so
häufig auftauchen, bei ihm sowohl wie bei mir mit Bildern. Es ist einfach, weil wir haben uns einfach lieb, der Güni und ich, weil wir sind sehr, unser Humor ist sehr ergänzend, kann man sagen. Deshalb könnt ihr euch wahrscheinlich freuen. Ich denke mal, wenn wir zusammen was aufnehmen, wird das auf jeden Fall eine mords witzige und sehr informative Sache. Weil, ja, gucken wir mal. Ist sowas wie, weiß ich nicht, Terence Hill und Bud Spencer. Nur, dass wir beide wie Terence Hill sind. Ja, was noch, was wollte ich noch sagen? Wenn ich jetzt schon mal gerade wie Videoblog mache, finde ich das, muss ich nur sagen, ich bin ja, hab da gemerkt, zur Zeit ziemlich dran, die Let's Play Slots frei zu machen, weil ich hatte ja zuletzt wieder 6 Let's Plays nebeneinander. Moment. Vorher sage ich, meiner Freundin geht's insgesamt gut. Ich habe da auch noch kein Video zu gemacht. Ich habe es nur bei Facebook geschrieben. Für alle, die halt den ersten Vlog gesehen hatten darüber. Sie ist zwar immer noch im Krankenhaus, aber hat mich... Ich bin am Dienstag, glaube ich, gefahren. Oder war es schon Montag? Also, nee, Dienstag bin ich gefahren, genau. Dienstag hat sie ja gesagt, fahr mal heim. Du hast halt auch noch ein Leben. Genieß noch die paar Urlaubstage, die du hast. Hab die dann in Arbeit investiert, überwiegend. Hat sie ja auch recht, jetzt telefonieren wir. Dieses Wochenende sehen wir uns jetzt leider nicht durch die Köln-Geschichte jetzt in den Gamester Network, aber nächste Woche ist dann halt wieder Zeit für Besuchen im Krankenhaus, weil sie wird nächste Woche halt auch noch da sein, aber ja, sie ist da ein bisschen, wie soll man sagen, gefasster als ich in solchen Situationen. Ich bin halt einfach die Pussy, ich kann es immer wieder zugeben. Das wollte ich jetzt noch vorweg sagen. Das andere ist halt, ich versuche die Let's Play Slots frei zu machen, weil ich gerne ein bisschen den Channel umstellen will. Nicht von Let's Plays weg, keine Panik, es wird immer Let's Plays geben. Aber mir fällt halt immer wieder auf, wenn ich 6 Let's Play Slots habe am Tag und dann wirklich 6 Videos von 6 unterschiedlichen Spielen brauche, dann geht es einfach drunter und drüber letztendlich. Wie jetzt, es passiert wieder was und dann ist alles wieder total im Eimer. Und ich habe einfach keine Zeit für irgendwas anderes. Also ich rede jetzt nicht von Freizeit, sondern ich hätte ja auch noch so Konzepte im Petto, die würde ich gerne mal einfach ausprobieren und einfach mal machen. Aber mir fehlt einfach die Zeit dafür, mal eine Pilotfolge zu machen oder irgendwie mal so ein paar Sachen vorzubereiten, weil sobald es vom Let's Play weggeht, habe ich ja keine, keinen Workflow, der, den ich dann abarbeite irgendwo. Sondern muss dann ja auch erstmal sehr viel Kreativleistung wieder einbringen und einige Sachen vordesignen und all so ein Kram so und so fort. Und das bleibt leider, wie ich es heute wieder auf der, jetzt in diesem V-Log gemerkt habe, Proof on Tour so ein bisschen, bleibt das einfach extrem auf der Strecke und ich finde es einfach immer wieder sehr schade, weil ich weiß, das Interesse ist halt auch da, wenn ich andere Sachen mache. Der ein oder andere schaut auch rein, wenn es nicht durchgehend um ein Spiel geht, was vorne läuft. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Leute bei sowas gerne öfters reingucken, wenn es denn die richtige Länge hat. Ich glaube, in diesem Video, wenn du jetzt an diesem Punkt hier angekommen bist, dann Gratulation, denn du hast sehr viele Einblicke gehabt vom GameStar Workshop mit Playtime zusammen. Wo ich mich immer wieder wundere bei solchen Events, warum ich fast der Einzige bin, der eine Kamera mitnimmt, um die ganze Zeit irgendwelchen Blödsinn zu reden. Tja, für den einen ist das was, für den anderen nicht. Deshalb, vielleicht ist darin ja auch so eine Stärke von mir, so als dieser Crasher der Stars. Ja, Leute, es freut mich, dass ihr das alles hier geguckt habt. Ja, ich hoffe, ich habe jeden Let's Player abgegriffen, den ihr so mochtet. Jetzt mit den Pietz-Leuten habe ich wieder nicht viel gequatscht, weil, weiß ich nicht, es ergibt sich einfach nicht. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich da einfach dazusetzt und sagt, hey, ich bin da, sprecht mit mir. Weil ich auch teilweise nicht weiß, was soll ich mit denen durchquatschen. Weil eine Sache stört mich bei den Pietz-Leuten immer und das ist immer, wenn dieses Thema Technik im Raum steht. Weil ich finde, da sind, also ich sage ja nicht, dass die schlechten Content machen, es ist denen egal, wie groß ihr Video wird und so alles, weil die einfach über eine Hammerleitung das hochladen. Aber so manche Sachen sind so retro, als wenn ich mich noch nie eingelesen hätte in dieses Thema, wie kann ich denn die beste Qualität hochladen. Aber anscheinend funktioniert es trotzdem, deshalb würde ich nicht sagen, dass der Erfolg
Unverdient ist es ja sowieso nicht. Es gehören ja sehr viele Faktoren dazu und nicht nur diese Technikqualität. Aber ich könnte mich, glaube ich, mit jedem da bestimmt 4 Stunden darüber streiten, nur wie man denn eigentlich ein Video richtig rendern sollte und welches Mikro man besser benutzen sollte und was man für technische Voraussetzungen haben sollte für seine Videos. Und die würden sagen, ja, schön, aber guck Abonnenten. Es ist generell egal. Jeder entscheidet selbst, was er guckt und dementsprechend. Weiß gar nicht, warum ich jetzt auf das Thema kam. Man merkt, meine Stimme ist auch ganz schön weg. Deshalb mache ich jetzt Feierabend. Ich sage gute Nacht, ich esse jetzt noch eine Pizza und schneide wahrscheinlich das Material noch. Und wir hören uns in anderen Let's Plays und Vlogs und alles andere, was noch kommen wird. Ich werde dafür wahrscheinlich die Tage bei Facebook einen Plan mal veröffentlichen, was ich mir denn so vorgestellt habe. Dann könnt ihr schon mal die Titel von neuen Sendeformaten sehen. Sagen wir ein paar Wochen, damit ich nicht jetzt unter Druck bin. Gut, bis dann, euer Doc. Ciao.